Ja? Geht das überhaupt so? Das ist nicht drauf oder was? Oh mein Gott. Dieser eine Moment, wenn ein Mexikaner gegen einen Deutschen abstürzt. Was soll von Mann? Von Mann? Nein, doch. Zweiter Tag. So Leute, so, wir sind jetzt aufgestanden. Ja. Und ich habe mich jetzt frisch geduscht. Nein, doch. Also jetzt gehen wir kurz erst frühstücken. Ja, auf jeden Fall. Und dann fahren wir auf jeden Fall die andere Route. Genau. Uns noch fehlt die rote Route. Genau. Im Stadtbus wird auf jeden Fall mega nice. Ja, und wir sehen uns dann später, Leute. So. So Leute, wir sind jetzt mal beim Frühstück angekommen. Und wir gönnen uns mal unser Frühstück. Hab auf jeden Fall Hunger. Ich auch, Alter. Jo, also Leute, die letzte Mahlzeit war nämlich Hotdog. Wir haben das leider vergessen zu filmen. Genau. Ich kann euch höchstens mal ein Bild einblenden. Ich hab's echt vergessen, irgendwie da zu vloggen. Ich weiß auch nicht. Aber jo, genau. Also wir gönnen uns auf jeden Fall jetzt erstmal. Und genau, ich blende euch dann einfach dann im Nachhinein noch ein paar Bilder ein vom Buffet. Und genau, beziehungsweise ich habe auch mal drüber geschwenkt. Genau, das seht ihr jetzt da dann. Also bis dann. So Leute, wir sind jetzt beim Touristenbus eingestiegen und zur roten Route. Ja. Und der fährt jetzt zum Dings, zum Strand. Richtung Strand, und da steigen wir aus. Der fährt auch noch woanders stehen, der fährt auch noch zum alten Stierkampfarena und so, aber wir steigen jetzt erstmal am Strand aus und dann schauen wir halt mal, wie spät es dann ist. Genau, ja. Wie interessant es dann da unten ist, weil angeht, bis zu einer Merkschaft und alles hat. Hier Google habe ich es, da sind 3 Mädchenmärkte und wo ein Mädchenmarkt ist, muss eigentlich auch was los sein, also. Genau. Nein, doch. Oh ja, Leute, also hier ist auf jeden Fall der Bahnhof von Barcelona, jetzt sieht man den wirklich sehr schön. Genau. Also, dann blende ich euch jetzt ein paar Sachen ein, auch noch von gestern. Wir haben gestern irgendwie vergessen, eine Szene zu drehen hier im Bus dann, auf der anderen Route. Und jo, genau. Also, bis dann. Thank you.
Irgendwann später. Ich höre das voll begeistert. Mieten, Alter. Für 400 Stunden kannst du für 1.440 Euro. Nein, doch. Für 400 Stunden. Und Richard, machst du's? Bezahlst du es dich vor? Ja Leute, wir sind gerade eben im Einkaufszentrum. Richard ist hier gerade voll begeistert. Und ja, ich war hier schon mal. Und genau, wir gehen ja noch ins Aquarium, haben wir gerade beschlossen. Wir laufen jetzt mal planlos durch. Ich glaube aber irgendwie. Ja. Wollte ich noch Dings holen, noch ein Trikot? Ja, wenn es hier was gibt. Ich habe keine Ahnung, ich war auch schon mal hier. Da habe ich mein Testik-Trikot eben hier geholt, deswegen wollte ich jetzt mal gucken, ob sie vielleicht immer noch hier die Trikots haben. Oder zumindest hier der Sportladen. Ich muss jetzt auch weiß, ich muss halt einfach mal gucken. Schiss, dass es hier keine Übersicht gibt, ey. Ja, genau. Bis dann. Inzwischen. So, Leute. So, Leute. Also, ich fahre gerade ein Speedboot. Wir chillen hier gerade eben. Trinken eine Coke. Und jetzt hier bei Oliven. Mit dir. Die Oliven gehen aufs Haus. Mhm. Alter, ich bin so froh, dass ich Richard hab, ne? Und Richard gleich so aufgeschmissen. Sprachenlernen Bubble. Gar nicht so schlecht, ne? Da war ich raus. Du hast so schnell gelabert, ey. Scheiße, ey. Okay, Leute, also wir kommen nach Bode, wir gehen jetzt noch ins Aquarium. Genau. Und schaue ich mal, weil wir haben jetzt wirklich, irgendwie ist dieses Geschäft nicht mehr hier, wo ich damals meinen Trikot gekauft habe. Deswegen lasse ich mir dann mal da hoch. Ich glaube, da ist auch die Fußgängerzone, weil da waren auch ziemlich viele Leute vorhin. Wenn ich denke, das ist die Straße, wo ich denke, dann schauen wir einfach dann mal da und dann passt. Also, bis dann, Leute. Dann.